Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary und Metatron mit einem neuen Livestream zu Lost Ark. Heute werden wir hier weiterspielen auf dem letzten Kontinent. Wir gehen nämlich heute nach Südkorsan und sind auf dem Weg dorthin. Ja, wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind gerade hier in einem Besprechungszimmer, ja, auf Artin. Stern kennt ihr ja sicher alle. Aber Stern ist ganz in der Nähe von Korsan und da wollen wir jetzt heute endlich hin mit der Geschichte. Im letzten Stream haben wir die Raids gesehen, die Raid-Cutscenes gesehen von Tamine. Wir haben also gesehen, wie er hier besiegt wird, wie er stirbt. Kundi hat uns dort einen Stream ermöglicht mit den Cutscenes. Hallo Kundi, schön, dass du eingeschaltet hast und du hast bis jetzt keinen Lost Ark Stream vermisst. Letzte Woche hatten wir keinen. Und diese Woche, ja, war ich relativ krank. Wir haben bis jetzt kein Elder Scrolls und kein WoW gestreamt diese Woche. Mal gucken, ob ich das am Wochenende nachholen kann. Ich habe im Moment wieder Husten, mal wieder Halsschmerzen, mal wieder nicht richtig fit. Aber ja, über den Sommer ging's. Keine Ahnung, warum es jetzt wieder angefangen hat. Auf jeden Fall, Tamine werden wir selber nie spielen, wie es aussieht. Ja, den schaffen wir wohl nicht. Ja, und auch wenn hier da noch ein paar andere Raids kommen. Aber der nächste, der wohl kommt, ist wohl hier Kazaroth, der Boss der Dämonen. Und den werden wir wohl, ja, bald sehen. Wir müssen uns ein bisschen durchquesten durch Südkorsan und das machen wir heute. Wie geht's dir, Kundi? Schön, dass du eingeschaltet hast. Was machst du so? Ja, also wir sind hier in Stern, uns gerade am Vorbereiten, nach Südkorsan zu gehen. Und wenn das Spiel zu laut ist, ich zu laut bin oder irgendwas zu laut ist, sagt Bescheid. Ich kann was an der Lautstärke machen. Ja, im Moment gibt es auch wieder verschiedenste, ja, Belohnungen bei Twitch. Wenn ihr also euren Twitch-Account verbunden habt mit Amazon Prime, dann achtet drauf, ob ihr da vielleicht noch eine Belohnung abholen könnt. Ja, für Lost Ark, ja, da sind ja manchmal Kristallauren drin oder andere Sachen drin. Ja, es kommt ja immer wieder was vor, was die da reinbringen. Zum Beispiel Summer Vacation Cache heißt der aktuellste Cache. Und da war eine ein Katzenhut drin. 5 Tage Kristallaura und Amethystsplitter, also immer mal wieder nachgucken, ob ihr Prime aktiviert hat. Und sonst könnt ihr auch immer mal wieder zugucken bei Lost Ark Streams. Man kann nie wissen, vielleicht gibt es ab und zu auch einen Twitch-Drop. Das ist ja auch eine Belohnung, die man abholen kann manchmal, wenn man eine gewisse Zeit zuguckt. So, und jetzt werden wir aber die Story auch schon weiterspielen. Wir gucken hier mal ganz kurz durch diese ganzen Sachen durch. Wir gehen nicht ins Wachstumsdungeon. Wir gehen heute auch nicht in Unas Aufgaben rein. Ihr merkt schon, diese Wachstummissionen, die sind mir eigentlich egal. Ich finde das doof, dass man die gar nicht ausmachen kann, weil ich will die gar nicht machen. Und jetzt hängen die hier immer im Questmenü. Ich finde das total ätzend, dass das jetzt hier so eine, ja, Muss-Vorgabe ist, die ja eigentlich jedes Mal wieder aktiviert wird. Wenn ich sie doch nicht machen will, dann, ja, lasst sie doch weg. Ja, dann lasst sie mich doch komplett ablehnen. Ich werde nicht in die einzelnen Dungeons gehen. Mich stört das hier nur in der Questliste. Aber gut, was will man machen? Das ist im Moment immer wieder zu bekommen. Ja, und ja, manche Quests kriegt man auch einfach so abgeschlossen. Die kann man natürlich mitnehmen. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen verrückt. Aber ja, ich habe einfach keine Lust, immer hier durchzugehen. Aber wir versuchen mal, die lodernde Flamme des Krieges abzuschließen. Und dann sehen wir mal. Mach es raus, das Häkchen. Nee, geht nicht. Na, also hier, die ausgewählte Quest wurde dem Mini-Quest-Fenster hinzugefügt. Man kann es nicht wegmachen, das Häkchen. Hier, ja, die Quest kann man wegmachen. Das hier ist fest hinterlegt. Das geht nicht. Weg, das Häkchen. Das habe ich mir fast schon selber gedacht, aber geht nicht. So, und wenn ihr, also das ist ein Muss. Das ist halt das Blöde und jede Woche released, wird das neu zurückgesetzt oder jeden Tag. Ich weiß gar nicht, wie oft. Irgendwie total crazy. So, wenn ihr eine Gilde sucht, auf dem Server Ratik haben wir hier eine Gilde. Da könnt ihr gerne rein joinen. Stufe 14 sind wir. Und die heißt Metatrons Nexus. Da kriegt ihr hier diese
Steine, wenn ihr hier spendet oder wenn ihr hier drin seid und tagtäglich einloggt. Und dann könnt ihr euch mit diesen Steinen beim Händler Sachen holen. Also es macht generell Sinn, bei einer, ja, bei einer Gilde dabei zu sein, ne? Dass ihr einfach diese Steine bekommt, die ihr dann wieder für Silber oder für alle möglichen Sachen eintauschen könnt. Und wenn ihr hier so Bergbauaufgaben oder solche Sachen macht, die hier in der Gilde anstehen, dann kriegt ihr auch nochmal Zusatzbelohnungen. Also auch hier könnt ihr bei der Gilde kräftig helfen. Eigentlich bei jeder Gilde, die noch ein bisschen aktiv ist, wo diese Belohnungen, die Aufgaben noch eingestellt werden und die Forschungen, da kann man immer noch was machen. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie geht die Story weiter? Sprich mit Chandi Anomalien. Ich bin mit der Nachricht über Vägris in Stern angekommen, nur um herauszufinden, dass euch dort etwas Unheil, dass dort auch etwas Unheilvolles vor sich geht. Ja, was hier los ist, müssen wir jetzt mal gucken. Ja, es sind alle hier, die gegen Syrt-Kursan angehen können. Wir sprechen mal mit Chandi. Es ist schlimm. Was ist schlimm? Das Reisen ist ein großes Problem. Solange der rote Schleim auf der Meeresoberfläche liegt, wäre es für die alliierten Streitkräfte schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, sich zu mobilisieren. Je mehr Zeit wir verschwenden, desto mehr können wir verlieren. Wir müssen sie vernichten. Das dachte ich auch. Zum Glück führt Aretin eine Analyse der sichergestellten Probe durch. Hoffentlich bringt das etwas Licht ins Dunkel. Ja, irgendwas Rotes ist auf dem Meer, ne? Vägris ist ja einer der Wächter. Und genau, die Geschichte, die sehen wir heute weiter. Fahre fort, Schatzmeisterin. Genau, was ist denn los, Schatzmeisterin? Das Blutrote Meer, so heißt die Quest jetzt. Und wenn ihr sehen wollt, wer Vägris ist, das ist er hier, der goldene Drache. Ja, und der Probleme macht, ist halt der Vakan, der lilane Drache. Der ist natürlich ein böser Drache. Ja, genau, und das ist jetzt im Moment so die Problematik. Ja, gut gegen böse, wie man es immer so kennt. So, die einen für die bösen Dämonen, die anderen für die guten. Und so läuft das manchmal. Kann man nichts dran ändern. So, hier brauchen wir mehr Karten. Ich bin gerade nur kurz am gucken, ob ich hier nicht irgendwas verbessern kann. Vielleicht Shazam mal ein bisschen hier hochstufen, wo wir schon die Karte haben. Cinnabel haben wir zu wenig Karten. Geschwächter Kakul Zaydon kann man auch mal gerade. Ne, da haben wir auch nicht genug Karten. Aber Amel haben wir genug Karten. So. Kann man nachher alles gebrauchen, wenn die irgendwann mal upgegradet sind, ne? Dann haben die umso mehr Stufen und wenn die Stufen haben, dann seht ihr das hier, dann geben die hier mehr von diesen Bonis. Ja, 18 Stufen, okay, hier sind es nur 3 bis jetzt, da müssen wir doch einiges noch mehr abstufen, upgraden. So, Ackern können wir nochmal kurz gucken. So, jetzt haben wir alle Punkte wieder vergeben, keine EP mehr. Und jetzt machen wir die Story weiter. Bitte, sieh dir mal dieses Foto an. Sascha hält ein Foto hoch und zeigt es allen. Das wurde auf der Straße von Antares aufgenommen. Sascha übergibt dir einen Stapel Dokumente. Bitte, Gariane, sieh dir diese Dokumente an. Ja, eine Straße. Was sind da los? Was sind denn das für Dokumente? Das ominöse Rote Meer untersucht das Foto des Roten Meeres. Okay, da möchte ich nicht unbedingt langschwimmen, aber könnte theoretisch ein Ölteppich sein, der brennt, ne? Also, wenn man jetzt mal so einen Öltanker sich hier vorstellt. Naja gut, hier, ne? Rotes Meer, wir wissen nicht, was es ist. Die Regulatoren in Kursan haben für diese Probe ihr Leben geopfert. Das Foto, das du gerade gesehen hast, wurde zum Zeitpunkt des Angriffs aufgenommen. Saschas Stimme bricht für einen Moment. Sie fasst sich wieder und fährt mit der Besprechung fort. Du siehst, was auch immer es ist extrem gefährlich. Darf ich mir den Schleim mal ansehen? Natürlich darfst du. Wir haben sofort mit der Analyse begonnen, als sie eingetroffen ist. Sie wird in der Regulatorenzentrale durchgeführt. Sascha schaut auf und sieht auf die Uhr. Sie sollten in diesem Moment ein Reaktionsexperiment damit durchführen. Die Forscher dort werden sich freuen, dich zu sehen, Inspektorin. Komm, ich bringe dich hin.
Okay, also sie versuchen schon rauszufinden, was das für ein rotes Zeug ist. Zuerst müssen wir herausfinden, was der rote Schleim ist. Diese Ereignisse passieren auf der ganzen Welt. Wir sollten überprüfen, ob es noch nicht gemeldete Vorkommnisse gibt. Ich bin mir sicher, dass es mehr als nur ein paar sind. Wir müssen allen, die den Schleim noch nicht begegnet sind, sagen, dass sie sich entsprechend vorbereiten sollen. Und wenn sie unsere Hilfe brauchen, müssen wir sie schnell anbieten können. Shandy geht auf dich zu. Was dich betrifft, du wirst dir die Probe in der Regulatorenzentrale ansehen, nicht wahr? Ich werde dich begleiten. Das ist unsere höchste Priorität. Okay. Na dann mal los! Ja. Sinowell ist wieder. Ich komme mit dir mit. Ja, alle wollen sie mit. Ja, man muss ja irgendwie sagen, das wird wohl irgendwas Dämonisches sein, ne? Gehe ich mal schwer von aus. Ich glaube nicht, dass man das jetzt wirklich analysieren kann. Dämonenblut oder was weiß ich. Irgendwie roter Mond, Staub, keine Ahnung. Naja, schauen wir mal, was die Dämonen da in unser Wasser kippen. Kann ja wohl nicht wahr sein, Umweltverschmutzung hier. Sascha und Bastian werden sich darum kümmern. Aber ich glaube nicht, dass die vor Gericht erscheinen werden, die Dämonen, wenn man die jetzt einlädt. Wegen Umweltverschmutzung verklagt, das funktioniert wohl nicht. Da müssen wir wohl andere Schritte vornehmen. Ja, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Hier lang, ne? Hier in dem Raum war ich noch nicht so oft. Jo, wir sind da. Untersucht den roten Schleim. Okay. Wir behalten die Sache im Auge. Schleim auf der Meeresoberfläche. Hat sich verändert. Hier. Wir haben schon alles Siehst du die rote Substanz? Wir haben die gesicherte Probe in hunderte von Stücken aufgeteilt und verschiedene Tests mit ihnen durchgeführt. Diese Substanz ist sehr aggressiv, deshalb gehen die Forscher mit den Proben äußerst vorsichtig um. Wir haben ihr auch einen inoffiziellen Namen gegeben. In Anbetracht ihres üblen Gestanks und ihrer Feindseligkeit gegenüber lebenden Organismen dachten wir, dass Miasma eine ebenso gute Bezeichnung ist wie jede andere. Wir haben verschiedene Methoden ausprobiert, um es zu zerstören. Wir haben es eingefroren, verbrannt, aufgeschnitten, zerkleinert, alles ohne Erfolg. Aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. Wir lernen nach und nach mehr darüber. Hier, schau dir diesen Forschungsbericht mal an. Ja, das rote Zeug. Wie ist das gelaufen? Das ist die Probe. Sie reagiert überhaupt nicht. Die Meeresoberfläche ist mit diesem schleimigen Zeug bedeckt. Das Ergebnis ist völlig unvorhersehbar. So, das hier ist also Miasma. Ja, was ihr hier seht. Ich würde ja fast sagen, kennt ihr Venom? Der ist ja schwarz. Kennt ihr den bösen Venom? In Teil 2? Der ist hier rot. Vielleicht hat das was von Venom hier irgendwie. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das sind Stücke von dem roten Venom. Aber ich habe ja keine Ahnung. Achso, hier sind dann übrigens wieder mal die Belohnungen, die wir uns jetzt abholen können. So, mal wieder von Twitch und von Server-Downs und was auch immer. Belohnungen schmeißen die ja ziemlich viel um sich hier. Ja, gucken wir doch mal in den Bericht hinein. Details über die Miasma-Untersuchung. Oh wei. Beurteilung der Probe gefährlich, Risikostufe sehr hoch. Reaktion der Probe bei Lichteinwirkung Nummer 13. Die Materialeigenschaften der Probe, im folgenden Miasma genannt, sollen durch das Auslösen von Stressreaktionen in einer extrem streng kontrollierten Umgebung untersucht werden. Ergebnis: Es wurde bestätigt, dass die giftige Energie unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel bei übermäßiger Lichteinwirkung, eine heftige Reaktion zeigt. Die Reaktion führte zwar nicht zu einem unmittelbaren Gewebezusammenbruch, aber einer Mutation. Aber es wurde bestätigt, dass eine ständige Stresseinwirkung eine negative Reaktion in der Probe hervorruft, sodass sie sich heftig ausdehnt. Dieses Experiment wurde aufgrund eines Bruchs des Kolbens, in dem sich das Miasma befand, abgebrochen.
Das Labor wurde unter Aufsicht der Regulatoren für etwa 4 Stunden geschlossen. Danach wurde die Risikostufe für Experimente, die mit dieser Probe durchgeführt werden sollten, auf die höchste Stufe angehoben. Die Forscher schlugen daraufhin vor, die Anzahl der Forscher und Beobachter, die an zukünftigen Experimenten beteiligt sind, zu begrenzen, was auch schnell genehmigt wurde. Also Licht mag es nicht. Ja, aber dann ging ja auch Feuer, oder nicht? Also, es gibt einen Schlüssel, um dieses Rätsel zu lösen. Licht ist eindeutig dieser Schlüssel. Aber alles andere bleibt ein Rätsel. Niemand weiß, warum es so reagiert oder was die Reaktion auslöst. Aber im Moment sieht es so aus, als würde es sich weiter vermehren und jedes Lebewesen in seiner Umgebung angreifen, wenn wir nichts unternehmen. Wir tun alles, was wir können, um einen Weg zu finden, es zu zerstören, aber... Sascha stößt einen Seufzer aus. Um ehrlich zu sein, stecken wir bisher in einer Sackgasse. Darf ich dich um einen Gefallen bitten, Inspektorin? Würdest du dir den Forschungsplan einmal ansehen? Vielleicht brauchen wir einen neuen Blickwinkel. Jo. Danke, Gariane. In diesem Gerät befindet sich der Forschungsplan. Das Experiment wird in Kürze beginnen. Lies ihn dir durch, während die Forscher Vorbereitungen treffen. Okay. Licht ist der Schlüssel. Da bin ich mir sicher. Tja. Dass wir so lange brauchen, bis wir nach Südkursan kommen, hätte ich auch nicht gedacht. Was für eine lange Storyline davor passiert. Heftig. Es scheint, dass die Forscher planen, Licht im kommenden Experiment einzusetzen. Die Beschreibung seiner Eigenschaft, ja, das ging ein wenig zu schnell. Das Meer von Guinea war damit bedeckt. Hast du das gesehen? Je stärker das Licht ist, desto heftiger ist die Reaktion. Es scheint Schmerzen zu haben. Es reagiert zweifellos auf Licht. Moment. Da passiert etwas. Schalte es aus! Das ist die Macht von Kasaros! Versiegle das Gebiet. Es spaltet sich. Götter. Das ist schnell eskaliert. Jo, nicht gut. Durchdrungene Stern. Oh, krass. Ganz Stern ist jetzt voller diesem Miasma. Es breitet sich aus dem Labor aus und die Stadt wird befallen. Krass. Stern ist in Gefahr. Eine gute Eisenbahn. Wir brauchen sofort Regulatoren und Luftschiffe. Regulatoren? In Verteidigungsstellung! Evakuiert die Stadt! Sitzt Eldin hier oder was? Großer Läufer, los! Ah, die sind gut, die Dinger. Die mit Flammenwerfern müssen sich nicht hinnehmen. Ich helfe, wo ich kann. Wir müssen die Stadt schützen. Um jeden Preis. Na, Kasaros hat richtig zugeschlagen. Kasaros. Wir müssen den Schaden begrenzen. Los geht's. Wir müssen es schaffen, Stern vor dem Miasma zu retten.
Das sollen wir das denn machen? Ist sicher die Energie von Kasaros. Wir müssen den Leuten helfen. Hallo, weil wir sollen hier nachher alles putzen. Das läuft richtig, das Zeug. Ja, einfach mal so alles raushauen, was man hat. Das übernimmt auch Menschen das Aussehen. Die Schäden rund um das Rathaus sind schwer. Ausschwärmen! Dass sich das vermehrt hat hier. Eben war die ganze Stadt dann auf. Das ist so wie die Körperfresser kommen oder so. Das war mal ein Horrorfilm. Da haben die auch die Menschen die Kokons eingespult. Und dann kamen da irgendwelche Klone raus oder so. So ist das hier auch jetzt krass. Mit dem Speer der Auslöschung läutern! Das Miasma bezieht seine Energie von Kasaros. Bleib weiterhin wachsam. Dass ich überall so festsetzen kann, das Zeug. Du bist es, Inspektorin! Danke für deine Hilfe. Im Rathaus sind Leute gefangen. Bitte, sie brauchen deine Hilfe. Okay. Losgehen. Machen wir den Weg frei. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, die Stadt zu erleuchten. Wir müssen das Auge von Skeptrum aktivieren. Kannst du uns Zeit gewinnen? Das Auge von Skeptrum zu überladen, verursacht eine gewaltige Explosion. Ich hab nochmal super gesehen. Ah ja. Ja, einfach weitergelaufen. Ah ne, man muss zurück. Alles gut. Das kriegt man nicht so schnell wieder repariert hier. Meine Güte. Konstrukt am Eingang. Nee, ist klar. Nicht so viel gebracht.
heilige Energie alleine reicht nicht aus, um das Miasma zu läutern. Bei diesem Tempo werden die uns überrollen. Da sind meine Zauberer so viele Plätze. Macht das Spiel jetzt mal ein bisschen leiser. Ich hoffe, man kann mich jetzt besser verstehen. Aber schreibt's ruhig, wenn nicht. Die Erde zittert. Das Auge von Skeptrum kann aktiviert werden. Ja, okay. Dann lassen wir mal das Licht des Auges durch Stern leuchten. Straße ist blockiert. Ui, ui, ui. Schau, sie sind nun eine riesige Masse. Riesige Giftanhäufung. Na, da ist doch mal ein Boss. Das Miasma stirbt. Regulatoren. Die Miasma-Bedrohung wurde endlich neutralisiert. Jetzt heißt es ausruhen, vorbereiten und aufrüsten. Falls sie zurückkehrt. Leute der anderen Nationen müssen davon erfahren. Ja, ich glaube, Krause war der, der dieses Auge gebaut hat. Ja, ist schon lang, lang her die Geschichte um Aretin und Stern. 2 Jahre oder so. Ja, damals habe ich damit angefangen. Ha, mit Lost Ark. Wie krass das schon wieder lang her ist. So, und ja, wenn ich immer mal so mit einer Taschenlampe durch die Gegend laufen könnte und dabei putzen, das wäre doch nicht schlecht, oder? Die machen einfach das Licht an und alles wird sauber. Das wäre auch was für mich hier zu Hause. Shandy hat recht. Das geht über Aretin heraus. Wenn dieser Schleim sich weiter vermehrt, wird er bald ganz Arkesia bedecken. Sascha holt tief Atem und fährt fort. Wir haben Stern von dem Miasma befreit, aber die Gefahr für die restliche Welt bleibt bestehen. Ich hoffe, was wir heute getan haben, kann uns dabei helfen herauszufinden, wie man es überall und für immer los wird. Sascha hebt den Blick zum Himmel und versucht, sich den Angriff ins Gedächtnis zurückzurufen. Es muss einen Weg geben, da bin ich ganz sicher. Ja, folgendes ist Amel und mir passiert. Licht verstärkte die heilige Energie. Das ist definitiv etwas, das wir genauer untersuchen sollten.
Wenn das, was du sagst, stimmt, gibt es vielleicht einen Weg, wie wir das Miasma für immer aus dieser Welt entfernen können. Würdest du Angelegenheit bitte weiter untersuchen? Ja, klar. Wir wollen ja irgendwann mal nach Kursan. Das Miasma wurde tatsächlich geläutert. Licht und heilige Energie. Wir müssen rausfinden, wie das passiert ist. Tja, wenn es irgendwas von Dämonen ist, dann passt das ja, ne? Gegen Dämonen läuft ja meistens Weihwasser und so, ne? Ein Klischt. Armel hat mir von der Verschmelzung von heiliger Energie und Licht erzählt, die er erlebt hatte. Und du hast es selbst gesehen, nicht wahr? Wir sind alle verschiedener Meinung darüber, was tatsächlich passiert ist. Unsere Versuche haben ergeben, dass Licht allein das Miasma nicht zerstören kann. Und Pater Amel zufolge gilt dasselbe für heilige Energie. Sei versichert, Artetin wird alles tun, um die Sache aufzuklären. Auch wenn wir uns nicht sicher sind, was passiert ist, bin ich froh, dass wir Amel und dich hier hatten. Nun, es wird eine Weile dauern, bis wir die Elektrizität in der Stadt vollständig wiederhergestellt haben. Es beunruhigt mich, dass es immer noch Gebiete gibt, die vollständig von der Kommunikation abgeschnitten sind. Ich kann mir die Sache ansehen. Danke, Inspektorin. Also, wir haben den Kontakt zum Lupenhafen am Trockenpfad verloren. Kannst du dort vorbeischauen und dir ein Bild der Lage machen? Ich verspreche dir, dass ich mich dafür revanchieren werde. Bastian lächelt dich erleichtert an. Ja, dann müssen wir wohl noch ein bisschen herumschauen in Stern. Du begibst dich zum Hafen. Ich werde dich begleiten. Und was die Sache vorhin mit dem Miasma angeht. Ich fürchte, ich brauche noch etwas mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Ich hoffe nur, dass die Bewohner von Stern nur minimale Schäden erlitten haben. Wir sollten nachsehen, wie es den Leuten geht, Garian. Jo, also, Gebietswechsel von der Hauptstadt zum Trockenpfad. Mal gucken, was da los ist. Ist schon spannend, wie die Geschichte jetzt auch in Aretin spielen. Es tut so weh. Meine Haut brennt. Ich brauche hier mehr Verbandzeug. Ich dachte, es geht nur in Südkursan die Geschichte weiter, aber nein, auch hier auf so einem alten Kontinent, wo man komplett schon den Abenteuerfoliant 100% hat. Auch hier gibt es neue Geschichten. Ist doch schön. Greif kräftig zu, damit Armel richtig heilt. Nein! All diese Menschen haben hier Schutz gesucht. Zum Glück ist das Miasma noch nicht bis hierher vorgedrungen. Aber diese Leute hier, sie brauchen meine Hilfe. Das Gesicht von Armel nimmt einen komplizierten Ausdruck an. Es scheint, dass die Wunden, die das Miasma verursacht hat, mit konventionellen Methoden schwer zu behandeln ist. Ja. Wir wissen immer noch nicht, ne? Roter Schleim. Vielleicht müssen wir ein Schiff mit vielen Scheinwerfern und heiliger Energie bauen. Vielleicht ein Kreuz vorne drauf machen oder so. Man weiß es noch nicht. Damit wir nach Südkursan können. Ich habe den ganzen Weg über nachgedacht. Das Konzept der Verschmelzung von Licht und heiliger Energie scheint machbar zu sein, aber Armel schaut nach oben in den hellen Himmel. Licht gibt es überall, doch es löst keine natürliche Reaktion in der heiligen Energie aus. Was war dann so anders an der heiligen Energie, die das Miasma zerstörte? Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sie mit dem Licht verschmolzen ist. Wie unterscheidet sie sich von der heiligen Energie, wie wir sie kennen? Das Licht wurde vom Auge von Skeptrum erzeugt. Stimmt. Ein äußerst mächtiges Licht. Du hast vielleicht recht. Wenn das stimmt, dann muss es eine Art sein, die stark genug ist, um alles zu überstrahlen. Armel scheint im Gedanken versunken zu sein. Ich kann nur eins sagen. Dieses Rätsel kann ich wohl leider nicht lösen. Und uns bleibt nicht viel Zeit. Wenn wir nicht schnell handeln und das Problem im Keim ersticken, wird das Miasma sich weiter ausbreiten, bis die ganze Welt damit bedeckt ist. Wenn das passiert, wäre es für unsere Truppen unmöglich, in Kursan zu landen. Vielleicht sollten wir Gustav dazu befragen.
Die Frage, die wir haben, bezieht sich auf die heilige Energie. Womöglich kann er uns eine Erklärung geben. Gustav hält sich zurzeit in Plekia auf. Plekia? Ja. Er macht zusammen mit den anderen Dämmerungspriestern Jagd auf die verbleibenden Schatten des Zwielichts, die bösen Sakria-Priester. Suche ihn auf und er wird wertvolle Informationen darüber haben. Da bin ich mir sicher. Gustav ist der Papst, der Bischof, der wichtigste von den Sakria-Priestern. Ich werde Gustav aufsuchen. Großartig. Gustav wird sich freuen, dich zu sehen. Ich werde mich um alles kümmern, worum dich der Administrator von Arthetin gebeten hat. Ich habe das Spiel jetzt wieder ein bisschen lauter gemacht, weil es jetzt kam, es zu leise vor. Aber sagt ruhig, ob es hier zu laut ist. Du hörst vor Schmerzen stöhnende und weinende Menschen. Wenn du mich entschuldigen würdest, die Leute brauchen meine Hilfe. Begib dich nach Plekia, Gariane. Ich komme nach, wenn sich die Lage hier beruhigt hat. Okay, verstanden. Amel nickt rück mit dem Kopf, aber seine Augen sind voller Sorgen. Pass auf dich auf, wir sehen uns bald. Ich höre eine vertraute Stimme in der Nähe. Ich sollte mich verabschieden, bevor ich nach Black hier aufbreche. Was in aller Welt geht hier vor? Das Rot. Das Blutrot. Der Schaden ist schlimmer, als ich erwartet habe. Hä? Wohin gehst du? Gehst du fort? Ich gehe nach Plekia. Du wirst also mit dem Archon von Sakria sprechen und ihn über die Beziehung zwischen Licht und heiliger Energie befragen. Ich stimme dir zu. Er weiß vielleicht etwas darüber, wie man mit der mysteriösen Energie, die Stern reinigte, umgehen kann. Hier, nimm das, bevor du gehst. Das ist eine besondere Jos-Halskette. Mit ihrer Hilfe können wir in Kontakt bleiben. Gut. Lege die Halskette an, die ich dir gegeben habe. Ich probiere es mal. Eine flackernde Illusion erscheint. Ui, hier leuchtet was. Siehst du die Illusion vor deinen Augen schwanken? Das bedeutet, dass du durch meinen Illusionsvogel mit mir verbunden bist. Über die Halskette wirst du mich immer erreichen, egal wohin du reichst. Der Illusionsvogel? Gibt es hier ein Echo? Ja, so heißt er. Lass mich sofort wissen, wenn du etwas über das Miasma herausfindest. Ich werde mal sehen, ob ich hier etwas tun kann. Okay, dann können wir jetzt schon wieder reisen. Diesmal nach Plekia. Waren wir ja auch erst beim letzten Mal. Naja, so ist es. Immer mal wieder Kontinente besuchen, die wir schon kennen. Ich würde aber gerne mal hier hin. Aber irgendwie müssen wir noch viel Vorgeschichte spielen. Ich glaube, ich bin schon im vierten oder fünften Let's Play. Immer 2-3 Stunden, um nach Südkursan zu kommen. Alles mögliche an Vorquests und Dungeons und Instanzen und Raids und also echt krass. Südkursan ist wirklich ganz, ganz spät im Spiel. Ich komme gar nicht voran irgendwie. Mal gucken, ob wir heute nicht das Ziel setzen. Nicht bereuen. Oh Gott, was auf dem Meer passiert ist, gefällt mir. Ich nehme alles. Ja, auf dem Meer ist alles rot. Willkommen. Es ist etwas auf See vorgefallen. Das Schiff ist noch nicht zurück. Alfonso, mein Ehemann, kommt nicht mehr zurück. Ihr müsst alle ruhig bleiben. Ich schicke jemanden, der nachschaut, was auf See los ist. Alfonso kämpft darum, die aufgeregten Leute zurückzuhalten. Das wäre gefährlich, jemanden zu schicken. Hey, Gariane, gefährlich? Gariane, weißt du, was da draußen vor sich geht? Miasma, das geht vor sich. Miasma, unfassbar. Überall auf der Oberfläche des Ozeans ist roter Schleim, der sich windet, als würde er leben. Und er hat Stern angegriffen. Vielleicht hat dieses Miasma etwas mit den Schiffen zu tun, die in Plekia verschwinden. Was bedeutet, dass all die Menschen, die in den Küstengewässern verschwunden sind, wahrscheinlich... Alfonso schaut betrübt. Gariane, du musst uns sagen, wie wir dieses unheilvolle Zeug entfernen können.
Deshalb bin ich eigentlich hier, um mich mit Arsch und Gustav darüber zu unterhalten. Verstehe. Der Archon sollte in der Ignis-Kathedrale sein. Lass dich von mir nicht aufhalten, Garianna. Eile zu ihm. In der Zwischenzeit werde ich den Menschen, die in Küstennähe leben, die Nachricht überbringen und ihnen raten zu evakuieren. Das macht Sinn. Gut, und wir kürzen das Ganze ab, indem wir hier hinporten, ne? Obwohl, na komm, Alter. Ein bisschen Zeit für Beziehung muss sein, ja. Da sind so schöne Herzchen auf der Map. Da geben wir doch mal ein bisschen Herzen, oder? Wenn man schon hier ist. Das muss man ausnutzen. Gleich geht also die Geschichte mit Alfonso weiter. Ja. Ich wette, Rosalie. Das muss das Museum sein. Nein, mit Gustav geht sie weiter. Wir sehen gleich nochmal den Boss des Sakir-Orden. Ihr müsst euch aber ein bisschen gedulden. Manchmal muss man auch einen kleinen Umweg laufen, um zum Ziel zu kommen. Alle Beziehungscharakter müssen auf Maximum sein. Das ist noch viel zu tun. Jetzt gehen wir erstmal hier flirten. Hallöchen. So, jetzt noch ein bisschen Freude versprühen und dann ist sie schon freundlich Stufe 3. Sehr schön. Haben wir noch ein Geschenk für sie? Nee, kein wichtiges. Mehr kriegt sie nicht. So, noch bei Alfonso gerade mal Musik spielen hier. Dann sind wir den auch schon befreundet, Stufe 3. Sehr gut. Ja, geht doch alles voran. Auch nochmal höflich sein. Und dann haben wir noch ein Geschenk für ihn. Nein, haben wir auch nicht. Okay, sehr gut. Die 2000er und so Geschenke gebe ich nur den Charakteren, wo ich gerade dran bin. Ich gucke dann immer hier auf die Kontinente. Ich bin in Nordwern dran. Und dann gucke ich, ob hier noch jemand Beziehungen braucht. Nein, braucht er nicht. In Zaschaya braucht auch keiner mehr Beziehungssachen. In Rohendel auch nicht mehr. In Jorn aber noch. Ja, in Jorn müssen wir noch Kaiser und Neria für uns gewinnen. Und darum kriegen die noch ganz viele Beziehungs-Items. Das sind die nächsten, denen ich viel schenke. Aber ich komme so selten in Jorn vorbei. Das heißt, die kriegen erstmal nichts geschenkt. So, weiter geht's mit der Geschichte hier. Ignis-Kathedrale und Gustav weiß vielleicht. Was in aller Welt geht hier nur vor sich? Woher wissen die schon von Stern? Seine Heiligkeit ist bei uns. Regulus dich stets behüten. Alles wird gut werden.